Wir machen gerade Wachs auf die Erdteilprobe. Das ist die Vorbereitung für den späteren Ausschnitt der Erdteilprobe, die wir dann mit Bronze übergießen werden. Oh, super. Also, wir sind hier gerade dabei, die Südhalbkugel der Erde mit schwarzen Tacks zu bekleben, um nachher Kontinente einzuzeichnen. Konnten für dieses Projekt Stopp den Klimawandel. Das ist ein internationales Projekt, das seit mehreren Jahren zwischen den Ländern des Baltikums läuft, und zwar also zwischen Schulen des Baltikums, und zwar sind an diesem Projekt beteiligt Dänemark, Schweden, Litauen und Polen und Deutschland, und wir hier, also die Professor Franz Bunke Schule, vertritt also Deutschland in diesem Projekt. Jetzt zeitgleich, gerade während wir jetzt hier sitzen, findet eine Auswertung des Projekts in Dänemark im Nykøbing statt, wo auch zwei Kollegen unserer Schule gerade dran teilnehmen. Also wie gesagt, das Projekt läuft über mehrere Jahre. Hatte auch zum Inhalt, dass sich auch Schulklassen oder Schülergruppen international begegnet sind, also in Dänemark. Schüler von unserer Schule waren vorher auch schon in Dänemark, die können vielleicht selber was dazu sagen. Wir hatten verschiedene Workshops da. Es gab dort Tanzen, Kunst und Musik. Ja. In Kunst haben sie halt was, so ein Plakat gemacht, halt auch über Klimawandel, so wie die Welt vielleicht in 30 Jahren aussehen könnte und so. Im Tanzen haben wir halt versucht, das irgendwie alles auszudrücken. Ich habe mir im Vorfeld einige Gedanken darüber gemacht, wie wir das am besten ausdrücken können, was unsere Stilelemente im Bereich der Kunst dann sein werden. Und habe mich dazu entschieden, dass wir den Erdball, der uns mehr als heilig sein sollte, als Objekt gewählt haben. Für die Bronzeplastik, ja. Also eine Figur ist es in dem Sinn nicht, es ist eher eine Installation. Bestehend aus 2,5 Kugeln. Wir haben 3 Gruppen gemacht, ne, Kinder? Wollt ihr dazu mal kurz was sagen, wie wir vorgegangen sind? Das würde ich total schön finden. Also, wir haben halt eine Gruppe gemacht, die dann aufgeschrieben hat, was wir so an dem Tag gemacht haben oder was wir gemacht haben. Und dann hatten wir 2 Gruppen, die halt die Halbkugel gemacht haben. Eine hatte die Nordhalbkugel und die andere halt die Südhalbkugel. Mhm. Und am ersten Tag haben wir dann halt angefangen, noch mit dem Wachs halt die Halbkugeln so, ich sag jetzt mal, abzukleben oder abzustimmen und so. Zu beschichten. Ja, zu beschichten. Und ja, am zweiten Tag waren wir dann schon, glaube ich, bei den Kontinenten dabei. Da hatten wir halt dann noch so einen Globus, damit wir halt so abgleichen können, wo die ganzen Kontinente halt liegen, und haben die halt dann auch mit verschiedenen Werkzeugen halt, sag ich jetzt mal, auch verbessert und so. Und halt am dritten Tag sind wir dann damit fertig geworden, haben noch letzte Veränderungen angenommen und ja, das war's. Ja, also Ziel des Ganzen ist es letztendlich natürlich, wie ich ja schon erwähnt habe, eine Bronze gießen zu lassen oder 2 Teile, ne? Letztendlich eine Installation ergeben. Und wir haben mit verschiedenen Ausdruckselementen der Kunst gearbeitet, und das sind folgende. Wir haben die Erdhalbkugeln, beziehungsweise wir haben den Erdball erstmal in 2 Hälften getrennt, um
Und letztendlich haben wir die Erdachse ins Gerade gerückt, die steht ja normalerweise schräg, um das Ungleichgewicht der Erde zu zeigen, dass irgendwas falsch läuft. So, wir haben eine Bewegung reingebracht, wir haben die Erde geteilt, wir stellen sie auf zwei extra Elemente aus Containstahl, zwei große Containstahlpodeste, um zu zeigen, hier läuft was schief. Wir werden im nächsten Monat, wenn alles klappt, wenn Lisa seine Arbeit gut macht, dann werden wir im nächsten Monat diese Bronzehalbkugeln installieren vor der Schule. Und diese Bronzehalbkugeln, die dann eben gerade stehen, getrennt sind, um das Ungleichgewicht zu präsentieren, sind auf Containstahlpodesten installiert. Mhm. Und unsere Containstahlpodeste werden die Industrialisierung unserer Welt repräsentieren, sozusagen. Oder als ausführendes Mittel dienen. Stahl, lebensfeindlich, vom Menschen hergestellt, unter viel Energieaufwand. Also es ist ja, das Produkt Stahl ist ja auch eine Umwälzung schlechthin. Das nutzen wir. Also es ist dann letztendlich so, dass wir diese Stahlpodeste in zwei große, von uns gepflanzten Lungenflügeln aufstellen werden. Und mit dem Aufstellen der Arbeit und mit der Bepflanzung der Flächen in Form von Lungenflügeln haben wir zwar unseren Teil unserer Arbeit erfüllt, das ist aber nicht beendet. Und dann fängt es an zu leben. Unsere Leblosigkeit der Körper und der Podeste wird dann in zartes Grün gehüllt. Dieses Projekt hat einen transnationalen Charakter insofern, dass die anderen teilnehmenden Schulen an diesem Projekt teilhaben können und uns praktisch über den Internetblog, den es gibt für alle teilnehmenden Länder, dieses Projekt verfolgen können. Um vielleicht also einerseits zu sehen, was wir hier gemacht haben, wie wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und wie wir uns diesem Thema genähert haben auf künstlerische Art und Weise und zum anderen eben auch um Rückschlüsse oder Anregungen für eigene Projekte daraus zu ziehen. Konnten dann auch gleich mit den Kontinenten weitermachen. Für die Kontinente haben wir dann die Geräte gebraucht, ein neues Küchenmesser, dann noch ein Modellierwerkzeug, ja, und auf jeden Fall, wo wir dann mit den Kontinenten fertig waren, haben wir uns mit diesem Schaber halt immer so abgetragen, damit es halt gleichmäßig aussieht und keine Dellen mehr drin sind und sehr glatt ist. Ja, und das war's dann eigentlich. Also das ist unser Projekttagebuch. Da haben wir jeden Tag reingeschrieben, was wir an dem Tag gemacht haben. Und ein bisschen gezeichnet haben wir dann jeden Tag. Und unser Tagebuch sozusagen, wir haben zusätzlich auch noch Englischen ins Internet gesetzt, als sozusagen. Also ich würde sagen, der Klimawandel ist aufzuhalten, indem wir uns sehr stark ändern und halt nicht so weitermachen. Und das haben eigentlich nur wir jungen Leute jetzt noch in der Hand, natürlich die jetzt auch noch da sind auch. Aber wir müssen halt daran was ändern, dass die Welt wieder in Ordnung kommt. Das Problem mit den Heizkörperregulatoren, mit den Ventilen habe ich gut geschildert. Das Problem ist da. So. Mit dem LED haben wir im Grundschulbereich bereits angefangen. Da werden wir auch weitermachen, auch mit Unterstützung der Stadt, die Schulträger ist. Dort sind wir in einigen Räumen im Prinzip durch und machen mit anderen Räumen weiter. Es gibt dann erstmal die Räume, wo die Decke abgehängt ist, da können wir anfangen, ohne bauliche Veränderungen vorzunehmen. Da brauchen wir nur den Leuchtmittel ausbauen und sind im Prinzip fertig. Ja? Dann gibt es aber auch Ideen, wo wir sagen müssen,
wir sind in Arbeit, es dauert zu lange, alles richtig, wir haben vielleicht zu spät damit angefangen, auch alles richtig, diese ganze Geschichte. Aber wir nehmen es in Angriff und ihr seid diejenigen, die Druck machen müssen. Mit Druck machen, sage ich jetzt mal, auch in der Perspektive für eure eigene Zukunft und den Schwung, den ihr hier mitnehmt, mit den 6. Klassen zusammen nutzen. Warum funktioniert eine Mülltrennung in einer Schule nicht? Warum ist es ungünstig, wenn wir in einem Klassenraum 2 Mülleimer haben, mit Gelb und normal für Restmüll? Und dieses Bewusstsein aus diesem Projekt heraus in die Klassen reinzutragen, ich denke, das ist eine Aufgabe, die können wir sofort angehen. Sofort können wir 20 Mülleimer kaufen, die gelb sind, wo jeder weiß, da kommt das rein, was ein Recyclingzeichen trägt. Und das kommt dann bei uns vom. Das ist eine Aktion, die wir sofort starten können. Da brauchen wir keine Umbaumaßnahmen, gar nichts. Wir können angehen, dass der Letzte, der durch die Hoftür reinkommt, die Tür hinter sich zumacht in der Pause. Können wir angehen. Wir hatten das. Ohne zu zucken. Vor 2 Tagen. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir das machen, was wir machen können, haben wir schon eine ganze Menge erreicht. Aber wir müssen dafür alle unsere lieben Mitschüler und unsere lieben Kollegen sensibilisieren. Veränderungen sind unbequem. Aber nur, wenn wir das Unbequeme auch in unser Leben reinlassen, eben auch unbequem sind, auch gegenüber unseren Mitmenschen zu sein, die auch auf die Missstände hinzuweisen. So gehe ich mich jetzt hier einladen und mich fragen. Ich könnte sich auch bequem machen, könnte im Rathaus bleiben und dann schicken wir das mal schriftlich. Mache ich aber nicht, weil ich euch dabei sehen will, wenn ihr diese Fragen nicht stellt. Es ist nicht bequem für mich. Aber genauso müsst ihr auch unbequem sein zu euch und zu anderen. Das Leichteste, was ich ändern kann, das bin ich selber. Meine Mitmenschen zu ändern ist schwer. Da muss ich wirklich viel reden, muss wirklich auch immer kontrollieren. Aber das mich selbst zu ändern, mein Verhalten zu ändern, ist einfach. Ich muss es einfach tun. Und wenn ihr euch ändert, wenn ihr euer Verhalten ändert, und dann bin ich auch Beispiel, wenn ich was, ich hier über den Schulhof gehe und keinen Dreck wegschmeiße oder auch mal was aufhebe, ich sehe da was liegen und ich hebe es auf und schmeiße es in den Mülleimer. Das sehen eure Mitschüler. Und nicht alle, aber einige machen es vielleicht nach. Und dann machen es 3 und dann machen es 4. Und bumm, ist mal eine Schule, wo es alle machen. Das ist ein Beispiel. Aber ihr müsst rauskommen aus der Wohlfühlzone. Darüber haben wir auch gesprochen, dass es nicht einfach sein wird. Und wir haben ja auch thematisiert, dass es sich immer wieder die Frage stellt, ja, überall liegt Müll rum, und das ist jetzt bei uns mittlerweile auch schon so, ne? Du warst in Ägypten und hast erzählt, alles von Müll, ich kenne es auch aus anderen Ländern, wir kennen es von zu Hause aber auch, und wenn ich mit meiner Familie und den Hunden in den Wald gehe und wir gehen spazieren, finden wir dort auch Müll, ich heb's auf. Ne? Ich heb's auf und trage es manchmal dann wirklich 3 Kilometer bis zum nächsten Mülleimer, wo man sich natürlich fragt, dann kann ich mich natürlich wieder aufregen, warum ist hier 3 Kilometer bei keinem Mülleimer, aber die Dinge sind so, wie sie sind. Und wir müssen mit den Gegebenheiten, wenn wir dagegen angehen wollen, müssen wir dafür auch natürlich auch kämpfen. Und das war auch so einfach Thema, wo wir auch diese ganze Woche parallel zu unserer Erdhalbkugel oder zu unseren Erdhalbkugeln gearbeitet haben. Dass man ich kann das nur unterstützen. Ne? Das ist so, dass man diese Komfortzone ein bisschen verlässt, weil eigentlich nicht nur ein bisschen, eigentlich ganz enorm. Und diese Beschäftigung, dass ich und meine Frau zu Hause machen, wo wir darüber sprechen, was können wir verändern, was können wir auch in unserem eigenen Leben verändern, das kostet uns Zeit. Ne? Wir sind ganz schön am Limit, aber trotzdem setzen wir uns abends hin und sagen noch, okay, was ist unser weiteres Ziel, was können wir weiter verändern, um für uns was besser zu machen in unserem kleinen Kosmos. Gehen wir jetzt da hier aus dieser Veranstaltung heute, aus dieser Gesprächsrunde so heraus, dass wir jetzt hier als Schule. Und ihr steht dahinter, ihr versucht das unter euren Mitschülern zu kommunizieren, wir unter den Kollegen, dass wir also als Maßnahmen diese Mülltrennung initiieren werden, dass wir als Maßnahme Hälfte gebleichtes Papier, Hälfte Umweltpapier bestellen, dass wir auch aber Umwelt-Toilettenpapier bestellen, das kann ja auch nicht so schlimm sein, ne? Das kann ja nicht. Umwelttoilettenpapier bestellen, dass wir auch draußen auf dem Schulhof darauf achten, wenn da Müll liegt oder wenn wir sehen, dass einer was wegschmeißt, wir erstmal selber schon mal gar nichts wegschmeißt, und wenn ihr seht, dass da einer, auch ihr seid jetzt, gehört jetzt auch schon zu den Großen, und ich glaube, wenn ihr seht, dass da jemand von den kleineren Schülern
Papier hinwirft, dass sie sagen, so, heb das mal auf, was soll das? Ne, da geht ihr auch mit der Vorbildrolle voran. Und dass wir uns, dass wir im Hinterkopf behalten, dass dieses Heizungsproblem uns an der Schule angegangen jetzt gerade mit der Stadt zusammen, dass wir da aber noch ein bisschen längeren Atem brauchen, aber trotzdem sage ich immer noch mal wieder, könnten wir das mit dem Hausmeister noch mal da ins Gespräch kommen, ob wir da diesbezüglich nicht noch schon was kurzfristig verändern können.